So, wir machen jetzt weiter mit der Abituraufgabe aus dem 2021-22 zu den Alternativtests. Und zwar Aufgabenstellung. Also Hersteller U möchte in einer kleinen Vorstudie mit 60 Erkrankten, also N ist gleich 60, die Sensitivität von 80% seiner Schnelltests überprüfen. Wenn sich hier eine signifikant schlechtere Sensitivität zeigt, würde U eine große, teure Studie in Auftrag geben. Als Nullhypothese wird H0, also H0 mit P0, ist größer als 0,8 angenommen. Demzufolge wissen wir, aha, P1 ist kleiner als 0,8. Wenn wir uns jetzt wieder positionieren, P0 ist größer, dann sehen wir, P1 liegt links davon. Wir haben es hier mit einem linksseitigen Test zu tun. Was wissen wir über linksseitige Tests? Und zwar bei linksseitigen Tests ist es so, dass große Werte sprechen für H0 und kleine Werte sprechen für H1. So, bei diesem linksseitigen Test. Okay, also wir sollen jetzt quasi überprüfen in einem Bereich, ob quasi ein neuer Test durchgeführt werden muss oder nicht, also eine neue Studie. Und zwar, wie gehen wir dabei jetzt vor? Also, wir müssen jetzt überlegen, große Werte sprechen für die Nullhypothese und dann wissen wir, okay, der Ablehnungsbereich sind kleine Werte. Also, wir beginnen dort bei 0. Und den brauchen wir jetzt, der geht von 0 bis k. Und k ist unser kritischer Wert. Und den müssen wir jetzt bestimmen. Also Ansatz für kritischen Wert und zwar, also wir wissen, das Ganze ist binomial verteilt mit 60 und 0,8 und zwar, was wir jetzt hier haben, dieses Signifikanzniveau ist immer der Alpha-Fehler, Alpha. Und das ist uns gegeben mit kleiner gleich 0,05. Also müssen wir das hier uns auch hinschreiben. Wir müssen nochmal überlegen, das brauchen wir dann auch im Sachzusammenhang. Was bedeutet ein Fehler erster Art? Fehler erster Art bedeutet, dass die Nullhypothese wahr ist, aber verworfen wird, weil wir beispielsweise kleine Werte anstatt großen Werten haben. Und genau die suchen wir jetzt. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass wir kleine Werte haben. Wo beginnen die? Bei 0 und bis wohin gehen sie? Bis k. So, und dann suchen wir jetzt diese obere Grenze k. Und ich habe euch das vor uns einmal im Statistikmenü gezeigt und jetzt zeige ich euch die Variante 2, wie man das auch im Main-Menü machen kann. Vorher aber auch im Statistikmenü, wie wir auf das k kommen. Ich gebe euch schon mal das k vor. Also das k, wir müssen kommen auf ein k von 42. Ja, bloß mal, wie kommen wir jetzt auf das k? Zwei Varianten und dann machen wir weiter. Also, ich komme auf das K, indem wir ins Statistikmenü gehen. Einmal. Und zwar, wir geben jetzt erstmal ein, wir wissen, wir sollen von 0 gehen bis zu einer Größe x und wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 0,8. So, genau, wir haben insgesamt 60 und wir gucken immer so ein bisschen um den Erwartungswert. Der Erwartungswert ist 60 mal 0,8, da sind wir bei 42. Es gibt jetzt hier mal 42 als obere Grenze und das Stichprobenumfang ein. Und da bin ich bei einem Prozent. Achtung, der Stichprobenumfang bleibt jetzt hier, die 60, genau. Und Achtung, das war gerade von mir falsch. Der Stichprobenumfang bleibt 60 und ich gebe jetzt hier, aber das suche ich. Genau, und mit 42, mit dem Erwartungswert, habe ich genau ins Schwarze getroffen, so wie mir es scheint. Ich probiere jetzt mal die 43 aus. Genau, da bin ich schon bei 0,8.
77, das ist mehr als diese 5%. Nochmal zurück, bei 42 bin ich bei unter diesen 5%. Ja, also, das wäre die eine Variante, das K zu finden, genau, dass man das ausprobiert und sich dann aufschreibt. Also B von 60, 0,8, von 0, kleiner gleich x, kleiner gleich 42, liefert uns, genau, die 0,042, also ist gleich 0,042 und das ist kleiner, nicht nur kleiner gleich, sondern kleiner ist die 0,05. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem nächsthöheren Wert, also 0 kleiner gleich x kleiner gleich 43, dann bin ich bei 0,077 waren wir da. Und das ist ja größer als 0,05 und das geht nicht. So, diesen Wert brauche ich dann, um weiterzurechnen. Eine weitere Möglichkeit, um dieses K zu bestimmen, zeige ich euch nun im Main-Menü. Achtung! Wir gehen ins Main-Menü. Ich tue erstmal alles rauslöschen. Okay, im Main-Menü. Im Main-Menü. Und zwar, wir suchen jetzt quasi dieses K. Dafür gehen wir auf Interaktiv, Verteilungsfunktionen, Diskret, Binomial, CDF. CDF bedeutet kumuliert. So, und jetzt geben wir ein. Wir haben als untere Grenze die 0. Die obere Grenze ist das X, das wir suchen. Der Stichprobenumfang ist die 60 und die Possibility ist die 0,8. Dann bestätigen wir das Ganze mit OK. Jetzt kommt erstmal eine Fehlermeldung. Jetzt kopiere ich mir das Ganze und füge mir das im Grafikmenü ein. Ja, so. Machen wir Häkchen dran und lassen wir jetzt die Wertetabelle ausgeben. Okay, diese Wertetabelle, ne? Genau, gibt mir jetzt die Werte an und ich muss mir jetzt vielleicht erstmal so ein Fenster einstellen. Und zwar, ich möchte es haben von der 0 bis zur 60 und gehe in einer Schritten. Okay, so und jetzt scrolle ich hier runter. So, das was hier, dieser X-Wert ist immer meine obere Grenze. K. Und jetzt gucke ich und schaut mal, guckt mal hier. Bei der oberen Grenze 40, also von 0 bis 40, habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 0,01. Bei der oberen Grenze 41 habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 0,21. Bei der oberen Grenze von 42 habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 0,043, wie wir es aufgeschrieben haben. Und bei der oberen Grenze von 43 habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 0,77. Wir gucken quasi nach dem Wert der Form überbieten, der letzte Form überbieten ist. Und das ist die 42. Genau, und dann kommen wir auf unser K, ist 42. Und dieses K brauchen wir jetzt weiter für den Ablehnungsbereich. Also, Ablehnungsbereich, der ist definiert von 0 bis zu einem kritischen Wert, 42. Das ist nämlich genau das, was hier drin steht. Das ist der Ablehnungsbereich. Ja, und mein Annahmebereich für die Nullhypothese sind große Werte, haben wir gesagt. Annahmebereich, der ist dann ab, also 1 über diesem kritischen Wert, also von 43 bis zum Stichprobenende und das ist die 60. Ja, das ist mein Annahmebereich und in dem Fall ist es das Vertrauensintervall. Vertrauensintervall. Vertrauen. Intervall. Genau. So. Und jetzt sollten wir noch angeben, Fehler erster Art. Also Fehler erster Art. Ja, also Fehler der ersten Art bedeutet, H0 ist wahr, wird aber abgelehnt. So. Was bedeutet das jetzt? Also uns zeigen sich quasi ja, in dem Fall kleine Werte. Also, ja.
Also, das Ergebnis der Vorstudie ist wahr, wird aber aufgrund von kleinen Werten abgelehnt und eine große, teure Studie durchgeführt. Ja, meine Schrift wird immer unleserlicher hier auf dem Tablet. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Genau, teure Studie durchgeführt. Okay, das bedeutet das erstmal. Und jetzt müssen wir noch den Fehler erster Art bestimmen. Und zwar, wie machen wir das mit dem Fehler erster Art? Das ist gar nicht so schwer. Und zwar setzen wir jetzt einfach in unsere Binomialverteilung 60, 0,8 unseren Ablehnungsbereich ein. Also 0 kleiner gleich x kleiner gleich 42 und rechnen die tatsächliche Wahrscheinlichkeit aus. Und dafür reicht es eigentlich, wenn wir einen Blick in die Tabelle von gerade nehmen. Oder wir gehen nochmal. Also hier sehen wir schon, ne, dass von 0 bis 42, das sind diese 0,043. Oder wir gehen ins Statistikmenü, Menü, Statistik, da können wir das auch nochmal eingeben, Verteilung. Wir sind bei der Wahrscheinlichkeitsverteilung und zwar untere Grenze ist 0, obere ist 42, Umfang war 60 gewesen und die Possibility war die 0,8 und dann kommen wir ebenfalls auf die 0,043, wenn wir es aufrunden. Also ist gleich 0,043 und das entspricht 4,3%. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit für einen Alpha-Fehler, ne, das steht hier oben schon auch, da habe ich bloß falsch gerundet, beträgt 4,3%. Okay, so. Dann geht's weiter mit der Abituraufgabe aus dem Jahr 2020-21. Und zwar, also, Keksproduzent Knusprig legt anlässlich seines 5-jährigen Jubiläums in jeden 5. Beutel einen 5-Euro-Gutschein. Aha, also P ist ein 15. In jedem 5. Beutel ist ein 5-Euro-Gutschein. Also, ein Großhandel kauft, jetzt sind wir bei der Aufgabe 2.4.1, ein Großhandel kauft 600 Beutel. Okay. Und wir sollen jetzt erstmal berechnen, wie viele Gutscheine der Großhandel zu erwarten hat. Das ruft nach dem Erwartungswert. Den geben wir entweder an mit μ oder e von x. Und bei einer Binomialverteilung berechnet er sich über n mal p. Also μ ist gleich 600 mal ein 15. Und das ist 40. Also es ist mit 40 Gutscheinen in diesen 600 Packungen zu rechnen. So. Dann sollen wir jetzt rechnen, bestimmen Sie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Großhandel mehr als 30 und weniger als 119 Gutscheine erwischt. Also, wir haben eine Binomialverteilung, genau das müssen wir noch hinschreiben, Binomial. Mit einem Stichprobenumfang von 600 und einer Possibility-Wahrscheinlichkeit von 1/15. Also mehr als 30, also mehr als 30 ist 31, die untere Grenze x, kleiner gleich und weniger als 119, das sind wir bei 118. Und davon sollen wir jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnen. Da gehen wir ins Statistikmenü, Achtung, zurück und zwar 31, untere Grenze, 118 ist die obere Grenze, Stichprobenumfang ist 600 und Wahrscheinlichkeit ist 1/15 und dann kommen wir auf 94,4%. Ja, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 94,4% befinden sich in den 600 Packungen mehr als 30 und weniger als 119 Gutscheine. Okay, das wäre die Aufgabe 2.4.1 gewesen. 2.4.2. Und zwar, Sarina möchte für ihre Tochter gern mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99% mindestens einen Gutschein bekommen. Berechnen Sie, wie viele Beutel Sarina für diesen Wunsch mindestens kaufen muss. Also hier ist so eine mindestens Aufgabe. Es ist dreimal mindestens drin, nämlich einmal hier mindestens einen Gutschein und mindestens kaufen muss. Und zwar, was ist hier gesucht? Wir wissen jetzt nicht, wie viele Beutel sie kauft. Das N ist offen. Wir wissen aber die Wahrscheinlichkeit, die ist ein 15. Wir wissen auch, dass sie mindestens einen Gutschein kauft.
Das, was hier steht, ist unser N. Das müssen wir herausfinden. Und das Ganze soll mindestens 99% betragen. Okay, wie lösen wir das Ganze jetzt? Und zwar Variante 1 ist über Statistik, dass wir uns quasi an den Erwartungswert orientieren, ja, von der letzten, ja, Verteilung, der war bei 40, also ist 40, und dann probieren, in der Nähe von 40 Werte zu finden, die das erfüllen. Gucken wir mal, also gehen wir mal ins Statistikmenü zurück. Genau, wir sind jetzt hier, also untere Grenze ist 1, obere Grenze, da probieren wir jetzt mal die 40 und legen das dann auch hier fertig mit der 40. So, da bin ich bei 93. Okay, da gehen wir mal jetzt hier auf die 45, ein bisschen höher, weil das zu wenig war, bin ich bei 95. Okay, 50, da bin ich bei 96, da mache ich jetzt mal 55. Da bin ich bei 97, dann mache ich jetzt mal die 60. Bin ich bei 98, bin ich bei 65. Da bin ich bei 98,87, es wird schon besser. Mache ich jetzt mal die 70. Ach, zurück. Muss ich hier auch ändern. Da bin ich drüber. Also gehe ich jetzt mal zwischen 65 und 70, gehe ich jetzt mal schrittweise zurück. Okay. Da bin ich immer noch drüber. Okay. Jetzt bin ich drunter. Okay, also das bedeutet, das N ist 66 für, also wenn ich 66 Packungen habe, dann bin ich unter diesen 99%. Ja, das haben wir jetzt einmal über das Statistikmenü gemacht. Das gleiche können wir, also das, was bedeutet das? Also sie, also wenn sie zwischen 1 und 66 Packungen kauft, ist die Wahrscheinlichkeit, beträgt die 99%, dass sie da einen 5-Euro-Gutschein hat. Aber die Frage ist halt, lohnt sich das? Ne? Wenn man jetzt mal ausgeht, so eine Packung kostet vielleicht 1,50 Euro, dann gibt sie da fast 99 Euro, 99 Euro minus 1,50 Euro, also 97,40 Euro für Knusperflocken aus. Also ich denke mal, es sind Knusperflocken. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt, um einen 5-Euro-Gutschein zu haben. Also das ist nicht so sehr sinnvoll, meiner Meinung nach. Gut, die Variante 2 ist über das Main- und Grafik-Menü. So, zeige ich euch jetzt. Und zwar geben wir da ein Binomial CDF, und zwar wir haben als untere Grenze die 1, gesucht ist die obere Grenze, das ist unser X, und ebenfalls ist unser Stichprobenumfang gesucht, das ist auch unser X, und wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 1/15. Und so geben wir das mal ein, ich markiere euch mal, was ist. Also das hier ist diese obere Grenze und natürlich auch gleichzeitig hier in dem Fall unser N. Ja, das ist hier die 1/15 und hier die untere Grenze ist 1. So, geben wir das jetzt mal im Main-Menü ein, kopieren das dann, gehen dann wieder ins Grafikmenü und gucken uns die Wertetabelle dazu an. Achtung! Und zwar Main-Menü. Und zwar müssen wir immer neu eingeben. Edit. Alles löschen. Okay, interaktiv. Verteilungsfunktion, diskret, binomial, CDF. Die untere Grenze ist 1, die obere ist unbekannt x, die obere ist, der Stichprobenumfang ist unbekannt x, und das war 1/15 gewesen. So, okay, okay, Fehlermeldung ist okay. Jetzt hier Edit kopieren, jetzt gehen wir ins Grafik und Tabelle, das alles löschen und jetzt einfügen. Und Wertetabelle. So, jetzt haben wir hier die Wertetabelle. Und zwar, da sehen wir schon relativ gleich einige Werte.
hoffe, das reicht hier. Oh, das sieht so aus. Nee, die reicht nicht. Muss ich mir die vergrößern, dann mache ich mal hier bis zu 70. So, gehe ich mal hier runter. Und dann sehe ich, guckt mal hier. Bei 66 obere Grenze habe ich 98,95% und bei 97 habe ich die 99 das erste Mal überschritten. Also das bedeutet hier auch wiederum, n ist gleich 66. Und dann gibt es jetzt noch eine Variante über das Main-Menü, dass ich mir eine Formel aufstelle. Und zwar, ich weiß, die Trefferwahrscheinlichkeit ist ein 15. Und dann ist die Gegentrefferwahrscheinlichkeit 1 minus p, also q ist 14 15. Und dann kann ich mir jetzt auch die Gleichung aufstellen. Ich sage, das sichere Ereignis 100 minus die Gegentrefferwahrscheinlichkeit 14 15 hoch n soll größer gleich sein als 0,99. Das sind diese 99%. Und wenn ich das Ganze jetzt hier solve, komme ich auf meine Trefferanzahl n. Jetzt probieren wir es mal aus. Achtung, gehen wir mal ins Main-Menü. Und zwar, also, ja. Okay, Keyboard, Solver, 1 minus, Klammer auf, 14 durch 15, Klammer zu, hoch x ist gleich 0,99. Und da bin ich bei 66,74. Und dann muss ich das jetzt deuten. Dann bedeutet das, bei 66 habe ich es unterboten, ja. Und bei 67 habe ich es überboten. Also, das geht genauso. Und dann komme ich auf n ist gleich 66,74. Und dann muss ich ableiten, aha, das n muss 66 sein. Das geht genauso. Drei Varianten, um zur Lösung zu kommen. Okay. So, dann schauen wir uns mal an. Die Abituraufgabe aus dem Jahr 2018-19. Okay. Also erstmal Aufgabe 2.4. Und zwar, also, die geernteten Äpfel unterliegen einer genauen Qualitätskontrolle. Dabei werden als Kriterien die Größe der Äpfel und die Farbe kontrolliert. In diesem Jahr haben die Kontrollen ergeben, dass 15% der Äpfel zu klein sind. 5/6 dieser zu kleinen Äpfel weisen zusätzlich nicht gewünschte Farbe auf. Bestimmen Sie, wie viele Äpfel die beiden Kriterien nicht erfüllen, in einer Stiege mit 40 Äpfeln durchschnittlich zu erwarten sind. Okay. Also, was haben wir hier gegeben? N ist gleich 40 und gegeben und ein P. Ein P, das ist irgendwie verknüpft. Also es ist einmal diese 15%, 0,5 und nochmal 5/6 davon. Wenn ich das, ja, also diese 15% für die zu kleinen Äpfel und von denen sind nochmal 5/6 der Äpfel, diese zu kleinen Äpfel weisen nicht die gewünschte Farbe auf, also mal 5/6 und dann komme ich das, wenn ich das ausrechne, auf 0,125, was ein Achtel ist. So, das bedeutet, ich bin halt hier bei einer Binomialverteilung. Genau. So. Okay, bestimmen Sie, wie viele Äpfel die beiden Kriterien nicht erfüllen, in der Stiege mit 40 Äpfeln zu erwarten sind. Also wir suchen den Erwartungswert, der ist n mal p. Ja, und jetzt setze ich das ein, das ist 40 mal 1/8 und das ist 5. Also, das bedeutet, ich kann in dieser Stiege mit 40 Äpfeln, mit 5 Äpfeln rechnen, die zu klein sind und nicht die korrekte Farbe haben. Okay. Aufgabe 2.5. Wir lesen einmal. Die Bauern garantieren die Ernte eines fehlerfreien Apfels mit mindestens 77,5%. Also eine Stichprobe von n ist gleich 500 ergab 370 fehlerfreie Äpfel. Beurteilen Sie anhand der gegebenen Daten auf dem Signifikanzniveau von 10%, also Alpha ist 10%, das entspricht 0,1, ob die Nullhypothese H0 mit P0
ist größer gleich 0,775, aufrechterhalten werden kann. Okay, also wir sind bei einem Alternativtest. Ich habe nebenbei schon rausgeschrieben, die Nullhypothese hat eine Wahrscheinlichkeit von größer als 0,775. Demzufolge hat die Alternativhypothese P1 eine Wahrscheinlichkeit von unter 0,775. Demzufolge ist P1 kleiner als P0. Demzufolge steht es links und demzufolge haben wir einen linksseitigen Test. Das wiederum bedeutet, dass große Werte für H0 sprechen, kleine Werte, also große Werte für H0, kleine Werte für H1. Und weiterhin bedeutet das, dass der Ablehnungsbereich kleine Werte sind, also Ablehnungsbereich klein. Das bedeutet, er beginnt mit 0 und geht bis k. Ja, und der Annahmebereich ist k plus 1 bis, ja, 500. Ja, genau. Das wissen wir schon mal vorneweg. So, okay, jetzt geht's weiter. Also linksseitiger Test und wir müssen jetzt erstmal diesen Ablehnungsbereich bestimmen. Dafür brauchen wir den Ansatz für den kritischen Wert k. Also Ansatz für den kritischen Wert k. So, und zwar, wir haben schon gesagt, linksseitiger Test, große Werte sprechen für H0, kleine Werte sprechen für H1. Ich berechne quasi bei diesem kritischen Wert quasi meinen Alpha-Fehler. Ja, und der hat eine Wertigkeit von 10%, also 0,1. Und der Ablehnungsbereich sollte runterliegen. Oder dieser, ja, genau. Und dafür muss ich mir jetzt meine Verteilung angucken. Also mit 0,775. Und ich habe gesagt 0 kleiner gleich x kleiner gleich k. Jetzt probieren wir das wieder aus. Zum Beispiel können wir das jetzt machen. Ich zeige es jetzt nochmal, diese zwei Varianten. Einmal im Statistikmenü. Achtung, im Statistikmenü. Menü, Statistik, Kalk, Verteilung, binomiale Verteilungsfunktion. Und zwar unterer Wert ist 0, oberer Wert ist gesucht. Da überlegen wir uns mal, also 0,775 bei 500. Da müssen wir bei mehr als der Hälfte sein. Also gehen wir jetzt mal vielleicht von 350 aus. 350, die Hälfte wäre 250, der Stichprobenumfang ist die 500, die Possibility ist die 0,775. Also bei diesem Wert hier, den ich jetzt blau markiert habe, orientiert man sich immer so ein bisschen an den Erwartungswert, der rauskommen soll. Genau. Okay, und dann bin ich bei einem sehr kleinen Wert, also der ist noch zu klein, dann probiere ich jetzt mal 360. Wird schon besser, gehe ich mal auf die 370. Weiter, da bin ich bei 0,035. Okay, jetzt probiere ich mal die 375. Oh, da bin ich über den 10%. Dann gehe ich mal runter, 374. Oh, da bin ich genau drunter. Also habe ich gerade meinen Wert gefunden. Achtung. Also k ist gleich 374. Das wiederum bedeutet, mein Ablehnungsbereich der geht von 0 bis zur 374. Ja, so, genau. Und mehr brauchen wir jetzt hier eigentlich gar nicht. Jetzt müssen wir gucken, aber wir können auch mal den Annahmebereich. Ja, der wird jetzt gehen von 375 bis zur 500. Also wenn ich 375 und mehr Äpfel habe, die den Qualitätsmerkmal entsprechen, dann ist meine Nullhypothese wahr. Und habe ich aber weniger, dann ist meine Nullhypothese falsch. Und jetzt überlegen wir mal. Also die haben am Anfang gesagt, die hatten 370 Äpfel. Und die sind hier im Ablehnungsbereich drin. Ja, also wenn der das garantiert, das bedeutet also, Achtung, im Ab
Lehnungsbereich. Das wiederum bedeutet, dass meine Nullhypothese wird verworfen. Also die ist nicht wahr. Genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Äpfel in Ordnung sind, ist kleiner als 0,775%. Das haben wir jetzt gezeigt. Gut, dann schauen wir uns noch an die Aufgabe aus dem Jahre 2017-18. Ist keine Binomialverteilung, aber ich fand die mal ganz nett. Und zwar also Aufgabe 2-4. Aufgabe 2-4 aus dem Jahr 2018-2019. In einer Kiste befinden sich ungeordnet 40 Zwischenprodukte Z1, 30 Z2 und 20 von Z3. Es werden mit einem Griff drei beliebige Zwischenprodukte entnommen, um sie einer Qualitätsprüfung zu unterziehen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass hierbei von jeder Stichprobe genau ein Teil kontrolliert wird. Okay. Also wir haben hier keine Binomialverteilung, weil die Wahrscheinlichkeiten ändern sich. Demzufolge mache ich mir erstmal ein Baumdiagramm. Okay, ich ziehe mit einem Zug drei verschiedene Sachen. Und zwar, mich interessiert, dass ich drei verschiedene habe. Ich kann zuerst ziehen Z1, dann vielleicht danach Z2 und dann Z3. Ich kann aber auch zuerst Z1 ziehen und dann Z3 und dann Z2. Ich kann zuerst ziehen Z2 und danach Z1 und dann Z3. Und ich kann zuerst ziehen Z2, dann Z3 und dann Z1. Also ich mache jetzt so ein ganz verkürztes Baumdiagramm. Ich kann zuerst ziehen Z3, dann Z1 und Z2. Und ich kann auch zuerst ziehen Z3 und dann Z2 und dann Z1. Okay, jetzt müssen wir die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmen. Also insgesamt haben wir 40 plus 30 plus 20 sind 90 Zwischenprodukte. Also Z1 sind 40 von 90, dann Z2 sind, Achtung, 30 von 90. Hier haben wir dann 20 von 90. So, und da ich die ja mit einem Griff ziehe, verändert sich dann die Wahrscheinlichkeit. Also habe ich dann hier nur noch 30 von 89 und hier 20 von 88. Ja, und so kann ich mein Baumdiagramm vervollständigen. Und so weiter und so fort. Okay, wie bestimme ich jetzt die Wahrscheinlichkeit? Also P von Z1, Z2, Z3. Und zwar, ich habe insgesamt 6 Pfade. Genau, und ich muss jetzt alle Wahrscheinlichkeiten rausfinden. Der erste Pfad ist gleich 40 mal 40 90stel mal 30 89stel mal 20 88stel. Der zweite Pfad, also das war jetzt der erste, ist 40 90stel mal 20 89stel mal nicht plus 30 88stel und so weiter und so fort. Wir sehen, diese drei Zahlen oben und unten variieren immer. Das bedeutet, ich kann das zusammenfassen zu 6 mal 40 90stel mal 30 89stel mal 20 88stel. Und das sind, wenn wir es ausrechnen, dann 20,43%. Genau. Und dann jetzt mal so eine Aufgabe mit so einem Signifikanzniveau. Der Aufgabe 2.5. Genau. Also die 2.5. Und zwar, was steht denn drin? Da können wir uns das vielleicht mal kurz hier runterziehen. Genau, dass ihr das besser seht. In einem Produktionsbetrieb oder da in einem Produktionsbetrieb 1000 Mitarbeiter arbeitet, n ist gleich 1000, bietet die Kantine Mittagessen an. Jeder Mitarbeiter entscheidet sich mit 60%iger Wahrscheinlichkeit dafür, Mittag in der Kantine zu essen. P ist gleich 0,6. Bestimmen Sie den Bereich, in dem die Anzahl der in der Kantine essenden Mitarbeiter durchschnittlich liegt.
Wenn man von der Standardabweichung ausgeht, geben Sie diesen Bereich mit ganzen Zahlen an. Ah, okay, also was ist gesucht? Wir suchen jetzt erst einmal den Erwartungswert. Also der ist 1000 mal 0,6, da sind wir bei 600. Und dann suchen wir quasi das erste Signifikanzniveau. Ja, und dafür brauchen wir die Standardabweichung. Die Standardabweichung bei der Binomialverteilung ist n mal p mal 1 minus p. Und das wäre dann also die Wurzel aus. Und die Wurzel aus, also 1000 mal 0,6 mal 0,4. Dann kommen wir auf eine Standardabweichung, wenn wir die Wurzel gezogen haben, von 15,5. Rechnerisch. Und jetzt müssen wir noch dieses Signifikanz Intervall bestimmen. Und zwar brauchen wir jetzt μ plus Sigma soll kleiner gleich sein als x als μ minus plus Sigma und vorne muss das Minus sein. Genau, vorne ist der kleine Wert. Und dann rechnen wir das jetzt mal aus. Also 600 minus die 15,5. Kleiner gleich x, kleiner gleich 600 plus die 15,5. Und da sind wir bei 584,5. Kleiner gleich x, kleiner gleich 615,5. Und das haben wir jetzt sinnvoll runden. Und da haben wir gesagt, der kleine, also der untere Wert, die untere Grenze wird aufgerundet. 585, kleiner gleich x, kleiner gleich. Und der obere Wert wird abgerundet. So, und das bedeutet wiederum, also um jetzt zurück zur Aufgabe. Genau, also es ist durchschnittlich dazu mit erwarten, dass man bei dieser Verteilung mit 585 bis 615 essenden Mitarbeitern erwarten kann.